Hallo Zuschauer, guten Morgen aus dem kalten Hannover. Es ist gerade den 6. von Dezember 2019. Wir sind fast in Weihnachts. Den Stadt sieht wunderschön aus. Wir sind drei Schülerinnen aus Rio de Janeiro, Brasilien und wir machen ein Einwochenpraktikum hier in H1 Fernsehen aus Hannover. Ich heiße Anna Clara. Ich bin Marianne. Ich heiße Anna Luise und jetzt werden wir ein bisschen von der Stadt zeigen und danach gehen wir zu H1 und sehen, wie die Personen dort arbeiten. Los geht's! Hinter mir ist die Weihnachtspyramide. Es sieht wunderschön aus und es ist ein Teil von der Hannoveraner Weihnachtsmarkt. Jetzt stehe ich vor der Opernhaus. Es wurde zwischen 1845 bis 1852 gebaut. Es ist ein sehr wichtiges Teil des deutschen Kultur. In der Zweiten Weltkrieg, Marianne, was machst du? Wir müssen ein Wichtiges zeigen. Was? Den H1-Gebäude. Ach so! Jetzt sind wir bei den H1-Gebäude angekommen. Wir sind jetzt vor dem H1-Eingang. Komm rein! Jetzt sind wir in Studio 1. Es ist gerade abgebaut und hier liegen die Gegenstände, die wir benutzen, um Sendungen zu machen. Es gibt Möbel, ein Fernsehen, ein Spiegel und was gibt hier? Entschuldigung, wir gehen jetzt weiter. Jetzt sind wir gerade bei der Regie. Hier werden die Live-Sendungen bearbeitet. Man hat diese Apparate und können also den Ton und den Bild verändern. Drinnen von der Regie haben wir die Tech-Lager. Hier können die Kameras, die Stativ, die Mikrofone ausleihen werden. Sie sollen in den Verwaltung gebucht werden und dann kommen sie hier und können die mitnehmen. Hier sind wir bei Studio 2, dem grünen Schirm. Hier werden die Sendungen gedreht und man kann später den Hintergrund hinlegen, was man will. Hier gibt es viele Kameras und hier kann man den Skript lesen. Auch hier werden die Sendungen von 05:11 gedreht. Hier ist der Verwaltung, den Gehirn des Firmas. Hier ist, wo alles geplant wird. Hinter mir ist der Anwesenheitstafel, wo wie zum Beispiel alle Mitarbeiter hier sind von H1. Und Grün bedeutet, dass du da bist. Rot bedeutet, dass du nicht da bist oder eine Pause machst. Und diese sind für spezielle Gründe. Jetzt sind wir bei der Sendeabwicklung. Ist ein sehr wichtiges Raum für den H1-Fernsehen. Komm rein. Hier werden alle Beiträge in den Sendungen organisiert und zu später in den H1-Fernsehen reinkommen können. Und hier können wir sehen, dass Christian arbeitet. Hallo Christian, was machen Sie? Ich bin hier der Stuttdienstinhabende und ich kümmere mich darum, dass die tägliche Sendung 0511 hier geschnitten wird und vorbereitet wird für den Abend. Okay, vielen Dank, Christian. Tschüss. Jetzt stehen wir vor den Redaktionen. Hier arbeiten alle Redaktoren mit den Beiträgen, die später mit Fotos und Videos in den Sendungen reinkommen. Für den letzten Raum des Gangs gibt es CVD-Programmraum. Jetzt sind wir in den Ende des Gangs und wir haben Räume in der beiden Seite. Zuerst gehen wir rechts und ich zeige euch meinen Lieblingsraum. Kommt! Jetzt sind wir in den Pausenraum. Hier können Personen arbeiten, essen oder einfach den Zeit verbrauchen. In den Gang des Pausenraums gibt es eine Damentoilette, auch eine Herrentoilette und die Sprechkabine. Es ist an. Oh baby, all I want for Christmas is you.
Jetzt sind wir gerade bei der Schnitthau. Hier werden alle Videos geschnitten und vorbereitet, damit ihr später mit den Beiträgen in den Sendung kommen können. Kommt. Jetzt sind wir mit Joscha und, Entschuldigung, ja. Was machen Sie hier? Ich schneide gerade einen Beitrag, den wir gestern gedreht haben und der heute in der Nachrichtensendung 0511 laufen wird. Hinter mir ist ein Seminarraum, wo man mit anderen zusammentrifft und Seminaren passieren. Leider können wir nicht reingehen, weil er gerade benutzt wird. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, die Video hat euch gefallen. Ja. Bis bald. Ja, genau. Tschüss. Fast in Weihnachts, die Stadt sieht wunderschön aus.